Zu einem tollen und echten spanischen Abend gehören unbedingt Tapas. Nicht wegzudenken ist da die spanische Tortilla. Sie ist schnell gemacht, kann kalt oder warm gegessen werden und wird oft als vegetarische Variante angeboten. Wie ich meine spanische Tortilla mache, darum geht's in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für meine spanische Tortilla braucht ihr nur wenige Zutaten, die da wären. 500 Gramm festkochende Kartoffeln bereits im geschälten Zustand gewogen, 7 Eier, einen halben Teelöffel Chiliflocken, Salz und Pfeffer und ein Bund Frühlingszwiebeln. Und mit diesen fangen wir dann auch an. Die Frühlingszwiebeln werden in kleine Röllchen geschnitten. Wenn sie fertig geschnitten sind, dann können sie erstmal beiseite gestellt werden, denn sie kommen ganz zum Schluss oben auf die Tortilla. Dann widmen wir uns dem Schälen der Kartoffeln. Und wie bei den Zutaten bereits vorgelesen, erst schälen und dann wiegen. Na, da war ich doch gar nicht schlecht. 520 Gramm habe ich rausbekommen. Die Kartoffeln werden dann, am besten mit Hilfe einer Küchenmaschine, in feine, dünne Scheiben geschnitten. Natürlich könnt ihr sie auch mit der Hand schneiden oder in kleine Würfelchen schneiden, auch das geht. Je feiner sie geschnitten sind, desto schneller garen sie. In eine heiße Pfanne kommt jetzt Olivenöl, und zwar so viel, dass der Boden bedeckt ist. Also mit dem Olivenöl nicht sparen. Dann kommen die Kartoffeln dazu und werden mit geschlossenem Deckel gut 10 Minuten gegart. Aufgepasst mit der Hitze, die Kartoffeln sollen wirklich nur gar werden und nicht wie Bratkartoffeln braun. Dann werden sie mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Jetzt werden die Kartoffeln durch ein Sieb abgeschüttet und das restliche Öl wird aufgefangen. Das benötigen wir später noch. Die Kartoffeln müssen jetzt vollständig auskühlen, weil wir sie gleich mit den Eiern vermengen. Und heiß in die Eier, das wäre kontraproduktiv. Dann würde das Ei sofort gerinnen. Apropos Eier, die werden jetzt erstmal aufgeschlagen und mit einem Handrührgerät kräftig verrührt. Wenn die Kartoffeln kalt sind, kommen sie zu den Eiern hinzu, alles gut vermengen, nochmal abschmecken, Chiliflocken dazu und dann rein in die heiße Pfanne. Bei geringer Hitze ca. 10 Minuten stocken lassen, Deckel drauf, damit die Tortilla auch von oben stockt. Jetzt muss die Tortilla gewendet werden. Dafür benötigen wir das aufgefangene Öl. Mit dem Öl wird ein flacher großer Teller eingestrichen. Der Teller sollte über den Pfannenrand hinausragen. Ich habe hier einen Pizzateller genommen. Wer keine Pizzateller hat, der kann auch ein Blech nehmen. Zur allergrößten Not kann auch einfach eine zweite Pfanne verwendet werden. Dann landet die Tortilla beim Wenden nämlich direkt in einer zweiten Pfanne. Aber aufgepasst, dabei kann sie sehr leicht zerbrechen. Jetzt noch die Frühlingszwiebeln oben drauf, Deckel drauf und das Ganze nochmal 5 Minuten stocken lassen. Und fertig ist die Tortilla. Und nun sagt mal selber, sieht das nicht lecker aus? Ich wünsche jetzt gutes Gelingen beim Nachmachen und später dann guten Appetit. Ein weiteres spanisches Tapasgericht sind Albondigas. Wie die gemacht werden, das seht ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.